Zombie Apocalypse. Hallo, ihr Lieben. Und willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfarm. Ihr seht, irgendwas ist anders. Es ist immer noch Winter, aber wir stehen doch trotz Taschenlampe in einem Hafen. Und zwar wurden wir von der Gemeinde Schwatzing angerufen, wie wir schon gestern gedacht haben, bei unserer Schneeaktion hätte ich es jetzt fast dass wir hier Unterstützung leisten müssen, denn durch den Fall kommen die örtlichen Behörden hier nicht nachzuschieben. Ihr seht, der Hafen ist voll. Wir kommen gerade vom Schiff. Uns wurde ein Auto hier hingestellt, damit wir losfahren können, weil wir haben es 4.25 Uhr und es ist noch niemand wach, der uns abholen könnte. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir steigen ein und wer will fahren? Ja, ich würde sagen, Sepp fährt, der weiß, wo es hingeht, glaube ich, Sepp, oder? Sepp fährt, alles klar. Stocki! So. Hey, Enno, na, Miki, Mann, was ist denn heute bei mir los, Emma? Ich habe wieder hier so ein Gedankenflash, so ein Erinnerungsbackflash. Ja, Mann. Was liegt dann hier? Aber es war eine unsanfte Überfahrt, findet er nicht? Naja. Ich habe gut geschlafen. Ich auch. Ich nicht. Ich verstand die ganze Zeit an der Reding und war am Brechen. Das ist schlecht. Ich habe prima geschlafen. War denn das? Wie kommen wir dann hier raus? Ach du Liebe. Hier links, glaube ich. Ja, ich glaube, und dann hier rechts. Ja. Jawohl. Dann rechts rum, ne? Genau. Yeah. Ja. Meine Güte. Jetzt, am frühen Morgen liegt erstmal an kurze Lageplanbesprechung. Und zwar als erstes fahren wir mit allen zur BGA, räumen die BGA, damit die Arbeiter morgen früh vernünftig die BGA befüllen können, damit das Fernwärmenetz erhalten bleibt und die ganzen Leute hier nicht frieren müssen. Richtig. Danach fahren wir weiter zur Stadtverwaltung und räumen das Gelände der Stadtverwaltung. Okay. Wenn das fertig ist... Habt ihr nicht gesagt, da ist keiner wach? Hier fährt doch einer. Ja, von den Leuten, die uns abholen können. Ach so. Wir sollen mal früher aufstehen. An der Stadt, hallo, meinst du, und wenn wir die Stadt fertig haben, dann kümmern wir uns um Straßennetz. Ja, genau. Ja, ja. Hier links ist die BGA, wo wir gleich als erstes hin müssen. Ja. Okay, dann können wir aber auf dem Weg zum wenn wir die Fahrzeuge geholt haben, doch schon räumen eigentlich. Ja, auf alle Fälle. Die Straße genau. Machen wir ja gleich frei. Einer rechts, können wir uns einer eigentlich links aufteilen? Was ist denn hier los? Nee, wen? Würden wir uns dann eigentlich aufteilen, dass einer eine andere Straße da hochfährt, dann haben wir gleich zwei Straßen voll. Dass ihr zwei, weißt du, ein Zweierteam fährt so lang bis zur BGA und die anderen so. Hol einmal auf die Karte. Weil es ist ja Quatsch, mit vier Autos eine Straße zu. Pass auf, dann fahren wir von hinten rein in die BGA und ihr von vorne? Genau, wenn wir hier hochfahren an der Kreuzung, ein Team fährt links rum und ein Team fährt geradeaus. Genau. Ja. Wie gesagt, also wir drei haben von der Straßenmeisterei drei MANs da stehen und ich hätte es gerade gebeten, Sohn, dass du den Unimog wegen, ne? Genau, dein Sohn hat Ausnahmeregelung, Kevin. Er darf den Unimog mitnehmen. Okay, Kevin, hast gehört? Ja. Du darfst Unimog fahren. Wir haben bei denen selbst auch einen, der den kleinen Führerschein hat, deswegen ist der auch gedrosselt, alles gut. Passt dann schon. Salz soll auch hier alles, wenn es wieder alle ist, genug vorrätig sein. Hört sich gut an. So. Na, das sieht gut aus. Wollen wir mal gucken. Oh Mann. So. Wo Salz? Wo ist Salz? Falk? Du, Salz? Ah, okay. Das heißt einfach FIP. Stopp, Kevin, warte mal. Nicht sofort immer losdackeln. Gut, pass auf. Dann Schlagplan. Ihr fahrt rechts rum, links rum, wir fahren geradeaus. Würde ich vorschlagen, oder? Ihr.
Nein, ihr. Du und... Ja, ich nehme die linke Seite. Ja. Ja. Wie viel schafft denn der Unimog? Ja, der Unimog schafft es nicht. Der ist langsamer. Ne? Und selbst die schafft er nicht. Ja, hier läuft. Passt. Kevin räumt vorne frei und ich streue hinterher. Jo. Macht ihr hinten auch auf dann? Alles klar, perfekt. Keine Ahnung, ich war hier noch nie.
Ja, stimmt. Oh, Kevin, ich glaube, wir müssen dann jetzt gleich hier mal links rein, ne? Ja. Warte, warte, warte. Ziel, genau. Passt. Kevin, hör mal, wenn du hier gleich das Stück da weg hast, ne, dann zieh mal auf der anderen Seite, wo ich jetzt fahre, rüber, dass das nach rechts geht. Von den Fahrsilos dann auf jeden Fall schon mal weg.
Kevin, falsche Richtung. Nee, nicht da. Einfach geradeaus wegschieben. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Okay, dann? Das sollte doch so passen, oder? Ja. Jetzt hast du schon wieder Hunger oder was?
Ja. Damit ich gleich noch mehr kotze. Michael, guck mal auf die Zeit. Nicht auf die Zeit. Nicht auf die Zeit. Schieb Richtung Bürgermeisterhaus. Oh, das ist eine Maßnahme. Kaffee kann ich gut gebrauchen. Kevin, für dich gibt's nur Tee.
Kaffee. Ja gut, Kaffee, so, Brötchen. Alter, was ist das? Dass die das hier alles hingestellt haben. Ja, die haben aber ein schickes Gebäude. Ja, zeig mir die einer mal. So angeblich soll das so ähnlich bei uns auch kommen. In Ehrengrad. Okay. Was da so die Gerüchte gehen. Aber schauen wir mal. So ihr Lieben, das war's heute am Donnerstag. Morgen geht's weiter, Freitag. Und ihr wisst, danach dann auch mit dem Livestream. Ihr Lieben, macht's gut. Denkt aber dran, der Livestream kommt was später. Ich denke mal, die beiden sind vorher schon live. Bei mir wird's erst dann so gegen, ja, 9:30 und dann kriegt ihr die volle Packung. Jawohl, und weil Dienstag kein Livestream war, haben wir jetzt so ein bisschen länger gemacht, die Sendung, und gut. Genau. Also bis dahin. Bis morgen. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.